So, weiter geht's mit Absulorf. Ich habe das mal ein bisschen leiser gemacht. Und ich... weil mir beim letzten Mal aufgefallen ist, dass es ziemlich laut ist. Wo ist denn hier Beschleunigungsmultiplikator? Ist das Maus? Denn die Maus ist ziemlich lahm, würde ich mal sagen. So ist besser. Das ist nämlich ziemlich laut. Auch auf meinem Ohr. So. Jetzt ist das ein bisschen leiser. Für euch habe ich das auch ein bisschen leiser gemacht. Hoffe ich zumindest, dass ich das leiser gemacht habe. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben hier gespeichert und hier gibt es tolle Sachen nicht zu sehen. Hier gibt es tolle Sachen zu sehen, aber hier komme ich weg. Ich wollte ja weitergehen. Oder komme ich da weg? Ich weiß nicht mehr viel, aber das weiß ich noch. Ich muss einen Weg in den Dings finden, haben die gesagt. Aber das sieht mir hier auch nicht gerade einladend aus, würde ich mal behaupten. Mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Ja, ganz vielversprechend aus, finde ich. Was haben wir hier? Hier kommen wir hier hin. Ja, wow. Aber hier komme ich doch weg, oder nicht? Hier bin ich ja reingegangen. Meiner Meinung nach. Ist mit den Steinen? Warum leuchten die so? Boah, man weiß es nicht. Ich laufe trotzdem mal hier lang. Ich wusste gar nicht, dass er so weit hinterherkommt. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin eine junge Frau, eine aufstrebende Frau, im Körper einer anderen Frau. Die nicht so aufstrebend ist. Nee, jetzt kriecht er darum. Hier kann ich doch lang. So, jetzt bin ich hier in so einem komischen Raum und weiß nicht, was hier... Was sind das für Sachen? Das sieht aus wie Schilder. Da hat jemand hingekotzt, aber das macht ja nichts. Das kann man ja wegmachen. Anthology Research, Note 6. The expeditions to Asgard have proven fruitful yet again. The team brought back several shields that seem to possess a number of strange capabilities which are completely out of our control. According to the myth, these shields seem to have belonged to the winged creatures known as Valkyries. The mission of these creatures were to bring dead warriors to an afterlife in Valhalla, and must have possessed enormous powers. Wenn die das sagt, wird das auch so sein. Okay, da muss ich dann nach oben. Alles klar. Denn hier komme ich noch nicht durch. Man sollte sich trotzdem immer schön umgucken. Wer weiß, was hier noch so geschrieben steht. Da ist auch noch so ein Schild. Kann ich hier einfach runter oder ist das eher nicht so gut? Da hinten sieht das eher nämlich nicht so gut aus. Kann ich da nicht irgendwie Kraft absaugen? Abgelehnt.
glaube, dem geht's nicht so gut. Oder das muss so, ich weiß es nicht. Hallo? Alles okay bei Ihnen? Hallo? Hab ich einfach mal die Grabbelhand mitgenommen? Der scheint hier eh nicht mehr zu brauchen. Vielleicht ist das die Hand für den Durchgang hier. Herr Grabbelhand, einmal bitte. Dankeschön. FBI, open the door. Hier kann ich gar nicht fliehen. So, ich habe jetzt die Hand. Das heißt, ich kann bestimmt da hinten jetzt irgendwo durch. Und schon wieder eine Harfe. Das hatten wir ja schon im letzten Spiel von den Herren Entwicklern. Hallo. Hallo. Freyas Harfe nennt man die auch. Die schnappen wir uns gleich, glaube ich. Hab ich so irgendwie im Gefühl. Muss ich da hin? Ja, komm, mach aus den Schinken. Wir müssen ja hier rein. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Hier ist ein Sammelstück. Ey, du Sammelstück. So. Hier ist, auch nichts drin. Und wir klemmen uns mal. Was ist das denn da? Hier ist nur ein Sammelstück drin, oder was? Könntest du bitte dich entfernen, mein Freund? Ein bisschen warte ich noch, aber dann renne ich. Aber er geht schon wieder weg. Die alte Heususe. Heul doch. Warum heult er die ganze Zeit? Wie kann ich Ihnen helfen? So, ist hier irgendwas drin? Hier kann man schon mal speichern. Ja. Ist immer eine ganz wichtige Angelegenheit, hier rumzuspeichern. So, ob wir jetzt mit der Grabbelhand hier hinein kommen, da ist keiner. Ich probiere das mal aus. Die Grabbelhand grabbelt. So, hier ist ein komisches Zeug. Pathology Research, Note 1. Sarah has shown me a lot of the myths surrounding the ancient objects we have recovered. Just like assumed, most of these stories corresponds only a little with the true events of the past. J.
giants and fire giants are very much like the descriptions, but the Vanir and Aesir gods differ a lot from their noble fairy tale versions. Some stories are not even close to as gruesome as they are in real life. More of these stories later. Ja. Zwei, eins, drei, vier. Zwei, eins, drei, vier. Das steht hier überall. Scheint wohl von Bedeutung zu sein. Zwei. Drei, eins, vier. Zwei, eins, drei, vier. Merken wir uns mal. Zwei, eins, drei, vier. Eins, drei, vier. Hier wird es dunkel. Ist da wieder ein Grabbelhandmensch? Da ist wieder ein Grabbelhandmensch. Ja, da soll ich jetzt rein? Oder wie ist das hier? Klingt ja sehr verlockend. Bäh. Bäh. Widerlich hier, das Zeug da. Bin ich hier sicher? Ich bin mir nicht sicher. Aua. So, ich glaube, hier ist zu. Kommen wir erstmal nicht durch. Bleh. Schmappel die Dau, du. Das denn? Egal. Wir gehen einfach da rein. Das ist ja kein Problem. Kann auch hier drumherum laufen. Kann ich nicht. Ich gehe einfach mal rein. Ah! Okay, das hat uns, ziemlich laut. Hat uns gerade weggeworbt. Sind wir irgendwo auf dem Planeten, glaube ich. Hallo? Hallo, ich bin eine junge da. Spinnen. Da wird sich jemand freuen. Fiese kleine Spinnen. Ist ja widerlich. So widerliche Spinnen, die da oben alle warten. Wohin? Hallo? Hallo? Oh shit, what am I doing? Come on. Just a little bit further. Wer ist das? Laden. Bitte laden. Bin laden. Das lädt ziemlich lange. Vielleicht kann ich mal in der Zeit einen Witz erzählen. Keine Ahnung. Ich kenne gar keine Witze. Ich bin nicht witzig. Ich bin nur ernst. Ernst. Ernst August. So, wo sind wir? If I would have been 5 seconds late, the demons would have torn you apart. The great Odin spared your life, but left you broken. But that's okay, because I fixed you. No, you know what? I made you better.
Zeit nicht, wir haben die Grabbe. Remarkable, isn't it? What? No, 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 you stay down. The anesthetics haven't left your system yet. Oh, my head. Okay, let's see here. Speech should be fine. I prepared the tissue. Yeah, I gave the bone structure a checkup as well. And the arm? How does it feel? Strange feeling, isn't it? When it's bonding to you. I know. I have a few of my own. Anyway, I have much to prepare. You rest for now. Wer bist du? Der Dr. Hendrik Anders. The injuries she suffered and survived. It's not human. That doesn't mean she's not. Who are you? By Odin. My voice. She even sounds like. Yes. Yes. I fixed your voice. And your arm. Who are you? What's going on? I'm Henrik Andersen, the CEO of Borgcorp. The voice you're hearing is my wife, Sarah. She's up on the surface, Ralph. Unfortunately. You and I are stuck down here. The things happening down there are happening up here as well. And it's getting worse by the minute. What did you do to me? I brought you back from Helheim. Henrik, calm down. The journey to save her almost killed you. I don't want to lose you. Since she already has the prosthetic installed, tell her about it. Fine. Your new arm holds great power. Charged by Atrium, it can channel a magnificent force. It's based upon ancient knowledge uncovered by my wife. And brought into fruition by Henrik. The arm is called Jerngreper. You brought a hand with you. Use the Jerngreper to extract the RFID from it. You'll gain access to all doors with that level of security clearance. Now try it. Scan the hand on the table and then use it downstairs. On the lock. I know this is a lot to ask, but we're not taking this lightly. Please, I'll tell you more as you go. Ja, ich speichere erstmal. Wird ja wohl erlaubt sein, Henrik, ne? So. Nee, schlecht. Jetzt kommen wir überall durch, oder was? Earthquakes are getting far too frequent. The roots are spreading faster. Please hurry. I'll show you all the things you need to know. Okay, was muss ich denn wissen? Can you hear me? Yes. Good. You can hear me as long as our radio can reach your Bifrost system. Oh, erstmal ab in die Tiefe, das ist ja. Naja. Ahead of you is your first obstacle. A service hatch that can usually only be opened from the inside, unless you're an engineer. However, Jerngreper can open the tunnels in an unconventional way. But first, you need power. You should find an Atrium upgrade in a nearby room. Ja. Hier. That right there is a small Atrium cell that can power the arm. Insert it in the arm, get back to the service hatch, and fire a burst at it to fry the lock circuits. And don't forget to refill your power with the power station on the wall before you move on. Ah, okay, ich hab. If you collect enough upgrades for Jerngreper, you can activate the weapon inside it. Ahead and above you, there's another obstacle you can overcome with Jerngreper. Use your sight to find the ladder's control panel. Aim at it and fire a directed burst to lower the ladder. Nicht schlecht.
bin schon ein geiles Mädel, du. Since Jan Graper is relying on Atrium Power Cells, your life might be depending on not running out. There is another, larger Power Cell that you can carry with you at all times. Collect the Power Cells. Anytime you want to use them, activate your Bifrost personal display system for instructions and to keep track of how many you've collected. Okay. Haben wir jetzt einen geilen Arm. Okay, das ist nicht unsere Sicherheitsstufe, das sehe ich jetzt schon. Ich renne einfach mal, wir haben ja nicht so viel Zeit anscheinend. Sieht aber richtig cool aus, finde ich. So würde ich mein Zuhause auch auf jeden Fall einrichten. Ahead of you, you will find a door that is locked with an RFID signature you don't have. But now, that won't be a problem for you. It's the same as the earlier electronics, but the mechanics of the door needs a little finesse. Use your sight to see the mechanics inside the door and time the burst to get through. Dann möchte ich das aber erst hier ausprobieren. Alter, muss ich das wirklich genau... Muss ich das wirklich genau treffen, oder was? Das kann ich ja gar nicht, ich bin ja ein Loser. So was kann ich nicht. So, was ist hier? Aha, ein Sammelstück. Und ein leerer Kasten, toll. Wow. Ich würde mal gerne wissen, ob das Ding da jetzt langsamer wird. War das nur bei der Tür so schnell, weil ich die nicht öffnen sollte vielleicht vorher? Nee. Bleibt das jetzt wirklich so schnell? Wird ja wohl, ne? Schon wieder leer oder was? Das ist mein letzter Versuch. Wow. Das ist nicht so einfach. Ja, was mache ich, wenn der leer ist? Kann ich das irgendwo aufladen? Ja, jetzt habe ich natürlich ein kleines Problemchen, ne? Was mache ich denn jetzt, wenn das Ding leer ist? Das hat er mir jetzt nicht gesagt. Hier muss ja noch irgendwo was rumliegen, oder nicht? Mann, nur wegen der Türen da. Ja, da ist doch noch was. Da noch einer. Das ist ja mal ein Spender, du. Moment, kommt da wieder einer raus? Geil. Gut. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich da nichts mehr bekomme. Ui, aber das machen die natürlich nicht so. Hallo? Was ist jetzt für Betrug? Habt ihr noch voll erwischt? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ist das zu hoch oder? Ah, ich muss wahrscheinlich näher zielen. Ah, okay. Ja, das war jetzt ja kacke, ganz ehrlich.
Egal, wir haben es ja hingekriegt. Is sharing its existence with eight other worlds that are all connected by something known in the legends as Yggdrasil, the world tree. When we started researching the travel between worlds, we used technology to tap into a magical artifact known in the legends as the Absalom, controller of the roots of Yggdrasil. This made it possible for us to safely travel to other worlds. Then, something came through one of the roots. Spirit. It took control of the Absalom and our systems, causing an emergency override. The facility was completely sealed, and the roots started spreading. We need to reverse this by collecting the 9 artifact keys originally made to control the artifact and the roots it brings forth. But Henrik has traveled too much unprotected. He almost died when he saved you, and wouldn't survive going through another route. You are literally our only hope of stopping this. Without those keys, the roots and nightmares will take over our world. The fire giants will... Sarah. Wait, Henrik, I'm losing connection again. Sarah? Shit. Listen, we know the location of one of the keys. Ahead of you is a route that will take you to Niflheim, the ice world. Every moment, the roots spread further into Midgard. So find the key and come back here as soon as possible. Please, hurry. Kein Problem. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich hab ja, bin ja, alles ist ja top. Toppy floppy. Ich frage mich trotzdem, was der Roboter am Anfang von mir wollte. Was der genau mit mir vorhat. Okay, das kann ich nicht öffnen. Das ist geschützt. Geschützter Bereich, aber... Ich denk mal, da können wir weiter. Nicht vergessen, immer aufladen hier. Noch mal eben ein Sammelstück eingeschmissen, hätte ich fast gesagt. Eingeworfen. So, wo sind wir jetzt? Ach, das ist bestimmt die andere Seite. Da kommen wir nicht durch, nein. Na gut. Dann mal schnell in die andere Richtung. Oder auch nicht schnell, ich weiß es nicht. Hier ist ein Generator. Da kommen wir auch noch nicht durch, oder? Nee. Hier ist Stein. So, ich muss ja jetzt hier rumreisen. Dann ab dafür. So, jetzt wird mir langsam schlecht. Reisen wir aber weit diesmal. Wenn wir so tief fallen müssen. So. Hier scheint es ziemlich kalt zu sein.